Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei die Sims 3 und schaut mal, was ich hier mank den Heuballen oder Haufen gefunden habe. Wir haben jemanden gefunden, mit dem wir reden und spielen können, wenn wir das wollen. Und zwar den Dakota Fox. Ist Dakota nicht eigentlich ein Mädchenname? Bist du ein Mädchen? Also ich finde deine Kopfbedeckung ziemlich merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenn du lustig bist, kannst du uns das ja einfach mal in einer Geschichte erzählen, wie es dazu kam. Was können wir denn noch machen? Schlechtes Buch kritisieren. Okay, ich denke, das Buch war toll. Oder fantastisches Buch loben. Dann lob einfach mal das Buch, kleiner Bücherwurm. Von Tieren schwärmen ist eine super Idee, finde ich. Und ja, wir sollten noch irgendwas spielen. Können wir hier nicht Fang spielen oder so? Ja, genau. So, okay, ihr scheint euch ja hier prächtig zu amüsieren, ihr Lieben. Ja, das Buch war toll und ich liebe Tiere. Das ist auch eine sehr gute Information. So, damit kann er anscheinend aber nicht so viel anfangen. Aber mit Fang spielen, das ist doch mal was. Mensch, unsere kleine süße Michelle hat jemanden zum Spielen gefunden. Ich bin ja so außerordentlich stolz. Ist ja unglaublich. Yay, und wir rennen wieder weg. Okay, Omi hat ihr Tagewerk vollbracht. Da bin ich ja begeistert, Omi. Aber wir sind gerade noch viel begeisterter, dass unsere kleine Michelle einen kleinen Freund gefunden hat. Ja, Leute, ihr könnt euch dann auch ruhig weiterfangen. Ihr müsst dann nicht stehen bleiben und euch mehr oder weniger angucken oder nicht angucken. Ihr könnt hier ruhig durch die Gegend wandern und spielen. So, von links nach rechts, von rechts nach links. Da sind die Pferde unterwegs. Und wir ziehen hier einfach mal durch die Gegend und. Oh, da verstecken sie sich hinterm Heuballen. Leute. So, nein, okay, wir haben genug hier rumgealbert. Michelle, willst du deinen kleinen. Wo ist denn dein kleiner Freund? Kleiner Freund? Ah, da ist unser kleiner Freund. Ja, du kannst ja gerne nochmal eine Grimasse schneiden. Das mochte er immerhin. Und was anderes fällt mir auch gar nicht mehr ein, weil irgendwie scheint der nicht besonders gesprächig zu sein. Du kannst mir höchstens hier noch so ein Geheimnis verraten. Aber das war es dann im Prinzip auch schon. Ich weiß nicht, was wir uns noch groß mit ihm unterhalten sollen. Das sieht ja auch cool aus hier drüben, ne? Dieses leichte Scheuen-Ding. Sieht cool aus. Mehr über die Kälte reden, von meinem Haus schwärmen, mach mich über die Kälte reden. So, dann führe für dich fort, meine Liebe. Wir unterhalten uns über ein neues Haus. Ja, diese Frisur ist ja echt merkwürdig. Was ist denn das? Sieht aus, als hätte er sich eine Kokosnuss auf den Kopf gesetzt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Merkwürdiger kleiner Junge. Vielleicht ist es auch ein verwandelter, imaginärer Freund. Und unsere kleine Michelle redet mit sich selbst. Man weiß es nicht. Gut, was? Erika hat in letzter Zeit echt viel gebüffelt. Ja, wie auch immer das ist. So, Omi ist ja auch schon zu Hause, stimmt ja. Aber kennen wir sonst noch irgendwie jemanden? Ja, wir kennen höchstens hier den kleinen Ethan. Okay, aber danach kannst du gerne mal nach Hause kommen, meine Liebe. Du kannst dich später nochmal mit deinem Kumpel hier treffen. So, gehen wir erstmal zu Lara. Die ist, glaube ich, noch nicht weit gekommen mit Star, weil die habe ich nur aufsitzen lassen in der letzten Folge und das hat sie nicht mal wirklich erfolgreich umgesetzt. Dann versuch es doch jetzt nochmal, Lara. Finde ich, ist ein super Plan, wenn du das machst. Und dann könnt ihr nochmal ein kleines bisschen ausreiten, um eure Beziehung und eure Fähigkeiten auszubauen. So, Omi, du brauchst mal wieder Spaß, dann geh doch Fernseh gucken. Tu dir keinen Zwang an. Und Lara, jetzt komm nochmal hier rauf. Und Quietschi liegt auch auf der Zeitung. Na, supi. Ach, Mensch, Quietschi, du hast es nicht leicht, ne? So ein schweres Leben auf der Zeitung und dann liegst du da wie so ein Obdachloser? Ach Mensch, meine Liebe, du kannst doch reingehen. Wozu hast du ein eigenes Zimmer und ganz viele Sessel und Betten und was weiß ich nicht was? Ne, Lara? Ja, gut, jetzt sitzt du da auf ihrem Pferd und weiß nicht wohin. Tja, tja. Dafür kann keiner was. So, dann geh ausreiten und zwar galoppieren, dann bist du wenigstens ein bisschen schneller unterwegs. Yay, und los geht's. So, aber ich dachte mir das schon mit den Couchen, dass das nicht funktioniert und ihr euch da nicht richtig hinsetzen könnt. Was mache ich denn da? Schwer. So, Michelle kommt nach Hause, dann kann sie hier auch gleich mal auf Toilette gehen und sich noch was zu Abendessen schnappen. Aber Omi, was machen wir denn mit dir? Weil so wie du da stehst, sieht es ja ein bisschen merkwürdig aus, ne? Wir können ja mal hier auf Terror TV umschalten oder so. Oder dann mal den Wetterbericht anschauen, ist auch eine gute Idee. Schaust du denn jetzt den Wetterbericht oder?
Ja, okay, du schaust den Wetterbericht. Kriegst jetzt auch eine Wetterbericht-Vorhersage, bitte? Ha, danke schön. Aktuelles Wetter sonnig. Montag wird sonnig. Dienstag wird heftig regnerisch. Und am Mittwoch fällt mittlerer Regen. Naja, meine Güte, das kann ich auch noch ab. Am Donnerstag wird es wieder sonnig, aber bei kühlen Temperaturen. Und am Freitag gibt es nochmal heftigen Regen. Leute, ich glaube, in Appaloosa Plains herrscht der Herbst vor. Wer hätte es gedacht? Aber Omi Leonie scheint es zu amüsieren. Das ist da auch nicht verkehrt. Und ihn hier auch, weil er. Ja. Er scheint sich sehr über das Wetter zu freuen. Okay, jetzt haben wir sie hier im TV und sie und alle scheinen zu kapieren, dass es Herbst ist. Okay. Dann machen wir den Fernseher jetzt erstmal fürs Erste aus. Und Omi, du kannst noch mal was Anständiges zu essen kochen. Na gut, was heißt anständig? Ich mache ein paar Hot Dogs. So, Lara, du bist noch fleißig am Herumgaloppieren. Ich würde sagen, kannst du mit unserem süßen Star nach Hause kommen. Und ja, Michelle, räum das mal weg, bevor du hier was mit Queechy machst. Will Queechy was mit dir machen? Na, sie hat im Prinzip ja schon was mit dir gemacht. Dann bleib stehen. So, dann sei mal hier freundlich, meine Liebe, und beschnüffe die Kleine mal. So, können wir die Zeitung jetzt hier endlich mal entfernen oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir können sie nur anklicken, oder? Ach, das ist blöd. Ja, dann geh die mal recyceln, weil sonst schaffen wir das ja hier nie mehr. Und die ziehen wir einfach mal rein. Hallo, wo war diese wunderbare Mülltonne? Tada, da war sie. Gut. Lara, kommst du denn nach Hause? Irgendwie ja nicht so, ne? Hä? Ist jetzt der Ha. Okay, ich warte einfach mal ab, wie weit das jetzt hier führt, ob sie dann nach Hause kommt oder nicht. So, Michael, du bist fertig. Es ist spät genug. Du kannst ins Bett wandern. So, gute Nacht und schlaf schön. Omi, wo bist du? Du bist fertig mit deinen Hot Dogs? Sehr gut. Dann können wir das jetzt auch gleich mal servieren und ganz lecker empfinden. Dann los, Omi, schnapp dir einen. Du hast doch ein bisschen Hunger, wenn ich mich nicht irre. Oder gehst du jetzt einfach mal die Zeitung recyceln? Omi? 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 Ah, ich wette, weil es ein bisschen kälter draußen geworden ist, will Omi sich jetzt umziehen. Also, tu dir keinen Zwang an. Yay, Omi hat sich umgezogen, Omi ist unterwegs und Omi guckt ein bisschen komisch. Naja, Omi, schon klar. Ach, Miu, aber Omi, du kannst trotzdem Happen schnappen. Das werden wir dir nicht ankreiden. Du kannst du ruhig die Teller nehmen und dann hier wieder ins Bett verschwinden. Dein Nickerchen machen wir jetzt nicht so ganz meine Intention, aber es ist okay. So, Lara, bist du jetzt mal hier bald mit Star zu Hause? Sehr gut, dann kannst du jetzt auch gerne wieder absteigen. So, Star, genau, stillgestanden und dann kannst du Pferd absatteln. Brauchst da noch irgendwas, außer was zu trinken? Nein, eigentlich nicht so wirklich, aber du kannst gerne dann mal hier aus dem Teich trinken kommen. Will nämlich gerne mal sehen, wie das ausschaut, mein Lieber. So, Lara, was machst du jetzt noch? Hast du irgendwie was Besonderes zu tun? Nicht wirklich. Dann geh mal auf Toilette. Dann kannst du dir auch gleich nochmal sauber machen. Und wieso, verdammt nochmal, kraust du da gerade durch den Fußboden nach oben? Okay, ich habe keine Ahnung, was dieser Bug da soll, aber normal ist das jedenfalls nicht. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Gut, ich stelle den mal hier in den Kühlschrank. Habe ich den jetzt in den Kühlschrank gestellt? Es sah irgendwie nicht so aus, aber scheint so funktioniert zu haben. Dann kannst du die Hotdogs gerne noch essen. So, Michelle schläft tief und fest und möchte sich auch gerne mit ihm anfreunden. So, Star, wie sieht's aus? Ich möchte dich gerne dabei beobachten, wie du daraus trinkst, aber das scheint ich jetzt irgendwie verpasst zu haben. Oder? Nein, Star trinkt noch. Und zwar vom grasig frostigen Fußboden, wie das Ganze da ausschaut. Ach, Miu. Naja, gut. Mit ein bisschen viel Fantasie ist da auch Wasser. Ach, je. So, ich war gerade noch bei Omi. Omi wandert Richtung Bett. Omi ist im Bett verschwunden. Sehr gut, dann schlaf schön, meine Liebe. Und, ja, Lara ist noch am Essen. Sehr gut. Immerhin auf eine Person kann man sich hier verlassen. Yam, 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 yam. Dass Geister überhaupt essen können? Ich meine, das müsste doch eigentlich da durchfallen, oder? Das ist doch keine Materie. Das ist einfach irgendwie irgendwas, was da rumschwebt. Was im Prinzip noch da ist, aber gleichzeitig nicht, denn sie schwebt ja auch durch alles Mögliche hindurch.
Ja, Lara, dann kannst du hier oben erstmal schlafen gehen wieder und dich dann in die Dusche begeben, wenn du wieder wach wirst. Aber bis dahin kann es ja noch ein bisschen dauern, also komm einfach mal hochgewatschelt. Ah, das gerade mit den, ich gehe durch den Fußboden, war ja auch nicht schlecht, ne? Ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall, aber naja, ne? Kann mal passieren mit so einem Geist in der Familie. Und den Hexen sowieso. Wir müssen mit Omi auch mal wieder hier so ein bisschen wie heißt das? Auch ist da wieder unser Alien da? Hatten wir hier das Alien oder hatten wir das Alien bei Teachers hatten wir das Alien, oder? Ah, das klang gerade sehr nach Alien. Wo ist denn das gelandet, bitte? Hallo? Also ich sehe hier kein Alien, aber ich habe es auch gehört, oder? Also ich habe es ganz deutlich gehört. Naja, gut. Okay, kein Alien für heute. Aber das macht ja auch nicht wirklich was. So, was wollte ich gerade noch erzählen? Ich hab's vergessen. Naja. Ach, Entschuldigung, ich musste gerade gehen. Ich war gerade voll müde. Ja, es ist in letzter Zeit ein bisschen anstrengend, so von wegen Schlafverteilung. Ich bekomme kaum noch Schlaf. Ich bin eigentlich im Prinzip wach, aber doch schon recht K.O. und müde. Und, ja, naja, ich hoffe, das legt sich bald, damit ich, ein bisschen unbeschwerter durchs Leben marschieren kann. So, Omi? Clevere Carbonara züchten. Also ich weiß ja nicht, wie man das züchten soll. Kann man echt Gerichte züchten? Das wäre ja mal cool. Ach, je. Aber da stand bestimmt Zutaten für klebrige Carbonara züchten, oder? Das würde mehr Sinn ergeben. Ach Mensch, Leute, wenn ihr so lange schlaft, kann das ja nur eine halbe Ewigkeit dauern. Okay, ihr wollt jetzt ja auch noch beste Freunde werden. Wie ging das denn, dass ihr überhaupt Freunde geworden seid? Warum geht denn das hoch? Das ist ja irgendwie nicht normal, oder? Ich meine, ihr habt ja gar keinen Kontakt. Geht es über Nacht denn hoch, desto länger ihr euch kennt oder so? Also, ich habe da keine Ahnung. So, ja, hier nicht rootbarer Sim, alles klar. Und wieder nicht rootbarer Sim. Ja, ich freue mich jedenfalls ganz, 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 ganz doll auf die WG mit euch. Damit hier endlich mal wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt. Weil wir haben ja zwar viele Familien, aber manche sind ja doch so ein bisschen eingeschlafen. Ich würde auch fast wetten, dass bald wieder eine Familie von unseren vier Hauptfamilien abgelöst wird. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, dass eine gehen muss, weil, naja, es wird mal wieder Zeit abzustimmen, wer darf bleiben und wer muss gehen. Und, hä? Achso, Herbstfest ist da. Okay, und Michelle ist wach. Warte, Michelle, dann kannst du noch schnell dein Bett machen. Ist heute irgendein besonderer Tag oder kommt jetzt bald der Schulbus? Ne, in 2 Stunden kommt der Schulbus. Beziehungsweise in einer, das will ich doch wohl hoffen. Michelle, Bett machen. Und dann noch schnell duschen gehen und was zu essen passen. So, hier, Reste essen und Apfelpfannkuchen. Yay, das Herbstfest ist in der Stadt. Gerade rechtzeitig, um alle in Gruseltagsstimmung zu versetzen. Yay! Zieh dein bestes Kostüm an und feier mit uns. Versuche dein Glück, das Kuchenwettessen und der Apfelbottich erwarten dich. Hä? Das Kuchenwettessen und der Apfelbottich dein Glück. Ach so, okay. Ah, ich habe den Satz falsch interpretiert am Anfang. Und sind Wettkämpfe nicht so dein Ding, dann spiele den Schnösel und sieh vom Rand aus zu. Ein Spaziergang durch das Spukhaus könnte einen anderen Sim aus dir machen. Und zwar im wörtlichen Sinn. Ich sollte vielleicht ein bisschen näher an den PC ranrücken, weil ich kneif gerade so die Augen zusammen und kann nicht lesen. Setze dem Ganzen mit einem Rundgang durch das Kürbisfeld die Krone auf, um dir frisch von der Farm einen Kürbis zum Schnitzen zu holen. Ja, wir sollten bis dahin auf jeden Fall Kürbisse züchten können. Das wäre schon ganz praktisch, damit wir hier auch eine Laterne basteln können. Okay, also unsere Kleine ist schon unterwegs. Na gut, dann, naja, pf. Naja, geh einfach mal durchschnittlich zur Schule, ist das völlig in Ordnung. So, ja, Lara, du kannst immer hier gerne wieder deinen Garten pflegen kommen. Es ist so einiges passiert, seitdem du hier unterwegs warst, beziehungsweise nur im Bett gelegen hast. Ja, Michelle, das hier und das da und da, Grasen, ja, mein Gott, ist okay, aber, Kannst ja danach. Oh, ich wollte ich wollte es da gerade auf Toilette schicken. Naja, ne, das ist natürlich auch ganz praktisch. So, ihr meintet auch irgendwie, wenn ich hier in der Box sage, geh pieseln, dann bringt es irgendwie mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das hinhaut oder ob es da denn überhaupt hier in der Box bleibt. Ja, er bleibt da. Also es gibt dann anscheinend besseren Dünger, wenn das hier drin geschieht. Habe ich jetzt noch nicht beobachten können, aber wenn ihr das sagt, meinetwegen. So, dann friss mal Heu und danach kannst du gerne noch ein bisschen herumgaloppieren. Und was möchtest du hier? Du möchtest grasen. Na, das kannst du natürlich auch gerne machen.
So, Omi, du beschäftigst dich jetzt mit der Katze? Was macht denn die Katze? Beschnüffelt werden. Ja klar, dafür rennst du jetzt erstmal aus dem Bett raus. Ich verstehe dich da natürlich total. Du gehst jetzt erstmal hier auf Toilette, meine Liebe, und gehst dann mal duschen. Und kannst dir gerne danach noch was zu essen besorgen. Und dann kannst du rausgehen und mit der Katze spielen. Ach Mensch, so, Lara kommt jetzt erst runtergewartet, um hier mal irgendwie sich im Garten zu betätigen. Dann haben wir auch noch eine Rechnung drin, die kann Omi dann gleich mal bezahlen. Mit 274 Simoleons, das ist aber relativ preisgünstig, Gott sei Dank. So, ja, du bist eh noch in der Schule. Und Quietschi braucht dringend soziale Kontakte, dann werden wir sie einfach mal hierher bringen. Damit sich irgendjemand mit ihr beschäftigt. Und ja, Star ist ja auch noch beschäftigt. Ach, herrje, ihr seid alle so very busy. Gut, dann schauen wir wie immer mal der guten Lara zu, wie sie sich um ihren Garten kümmert. Ist jetzt nicht ganz so spannend, aber das ist auch eine gute Stelle, um den Part zu beenden, denke ich. Weil Omi geht jetzt eh gleich auf Arbeit und, naja, Lara ist ja mittendrin. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach nächste Woche wieder, am Wochenende, versteht sich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.